Spielaufbau, Spiel auf Ballbesitz. Für diese Spielform benötigen Sie optimalerweise zwei Torhüter, da gerade auch diese im flachen, schnellen Spielaufbau geschult werden. Wie hier im Court spielen Sie optimalerweise 4+1. Sie können dieses Spiel aber auch draußen mit mehreren Spielern spielen. Wichtig ist dann nur, dass Sie eine klar erkennbare Mittellinie einzeichnen. Ein Team hat die Aufgabe, von hinten das Spiel schnell zu eröffnen. Sie müssen 5 Pässe in der eigenen Hälfte spielen, erst danach können Sie nach vorne spielen. Achten Sie darauf, dass die beiden Stürmer das Feld trotzdem groß machen und mit Auftaktbewegungen zu Hilfe kommen. Es dürfen nicht mehr als 3 Verteidiger und 3 Angreifer in einer Hälfte sein. Das Defensivteam hat die Aufgabe, bei Ballgewinn möglichst schnell zum Torabschluss zu kommen. Wechseln Sie durch Ihre Ansage den Torwart ständig durch, der das Spiel stets eröffnet.